Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simotrans und ja, wir sind mit dem Problem hier mit dem Geflügelhof unterwegs. Lass mal laufen und das Problem ist ganz einfach gelöst. Ne? Ich habe mir das schon mal angeguckt. Ne? Wir sehen ja 116 Eier und sicher steht hier Geflügel, aber das Entscheidende ist, dass am Markt hier nirgendwo was von Geflügel steht, sondern da steht auch Eier. Die Eier werden an beide Positionen gebracht und deswegen, ne, ist der Kühllaster, der da jetzt steht, leider verkehrt, weil, ne, am Geflügelhof brauchen wir keinen Kühllaster, sondern, warte mal, den müssen wir so machen, der kann wieder zum Depot, den brauchen wir gar nicht, der ist leider fehl am Platz. Ja, so ist es halt, ne, kann man nicht ändern. Jetzt müssen wir noch einen zweiten LKW haben für die Eier, dass der zum, sag schon, Markt kommt, die Eier zum Markt kommen, da müssen sie hin. So, wo sind wir hier mit dem Depot da? So, dann geben wir da Eier ein. Da, und dann nehmen wir nochmal den LKW. Ich glaube, das war dieser. Und den, nix starten, den Anhänger noch dahinter. Und dann gibt es noch einen Fahrplan. Und neue Linie. Nein, passt noch nicht. Müssen wir erst aufbauen. So, das wäre jetzt, fangen wir da oben an. So, zum Hof dahin, zum Geflügelhof und dann zum Markt runter. Geflügelhof gibt es einmal die 100%, war wieder falsch rumgeklickt. Und dann gibt es hier den Markt, der fährt dahin. So, das ist verkehrt hier. Und das hat jetzt irgendwie was. So, zack. 100% Radolf Zell Markt passt. Das war die neue Linie. Das heißt jetzt Eier. Was war da oben? Adenau? Altenau? Adenau. Radolf Zell, ne? Radolf Zell. So, ein Bindestrich. Ah, jetzt ist es dann natürlich wieder schief gegangen. Hat wieder gut geklappt, ne? Eier, Adenau, Radolf Zell, das war's. So, passt. Fertig. Starten müssen wir gleich umbenennen, das ist jetzt hier schief gelaufen. Gehen wir da oben in die Linienführung rein. So, da nochmal hin und dann machen wir da gerade ein Leerzeichen und einen Bindestrich. Fertig. So, der fährt jetzt da lang. Ja. Den schmeißen wir mal darüber. So, das ist schon mal okay. Und jetzt müssen wir gucken, es ist er hier, der zur Großbäckerei fährt. Nee. So. Der, ach, die ist ja auch gar nicht so weit weg. Die ist ja hier die Großbäckerei, ne, oder? So, da kommen die Eier an. Da fehlt jetzt Zucker und Mehl. Mehl ist da, Zucker fehlt noch. Backwaren gehen auf den Markt, gut. Dann Geflügelhof liefert. So, Norddeutsche Mühle ist die. Die muss dann auch noch liefern. Ja. Ja, da würde ich sagen, machen wir die Straße hier lang, ne? Und bringen das mit der Straße durch die Gegend, oder wie? Aber die brauchen erstmal einen Zulieferer, ne? Weizen und Gerste. Da wird schon mal was angefahren, das klappt dann ja auch. So, die liefern. Ja, da müssten wir hier definitiv eine Straße machen. Wird sie dann hier mal durchziehen. Ja. Ich glaube, hier wäre ganz nett gewesen, weil da kommt dann eine Bushaltestelle irgendwann mal hin. So, bis dahin und dann da. Bis dahin, oder?
Passt. So, dann Frachthof daher. Ein Paralladeplatz dahin. Jetzt weiß ich gar nicht, ob der LKW mit Anhänger das schafft oder nicht schafft. Machen wir zwei hin und fertig. So, und dann brauchen wir Fahrzeuge von hier unten. Warte mal, da brauchen wir die Lupe. Den. Ja. Jetzt haben wir hier schon ganz viele LKWs, ne? Eier brauchen wir nicht, sondern Getreide, Gerste und sowas. Können wir die Gerste nehmen. Und ein Anhänger dazu ist zum Beispiel der, ne? 12 Tonnen landwirtschaftliche Güter, 10 Tonnen. Der ist teurer, der 56. LKW. Wer kann den denn ranhängen? Der Unimog? Achso, da haben wir den jetzt gerade, okay. Den. Den und den. Und Fahrplan. Machen wir mal hier, oder? Noch da. Gut. Tja. So eine neue Linie und die heißt Getreidehof. Und das war hier die Norddeutsche Mühle. Machen wir erstmal so. Eigentlich 100%, aber da fahren so viele hin, das lassen wir mal besser, sonst geht das noch schief, ne? Starten. So, der fährt, der steht da und kriegt keine Eier oder was? Habe ich da jetzt was falsch gemacht? Ich glaube nicht, oder? Ja, das ist hier schon der Richtige, ne? Der zur Mühle fährt. Und was ist mit ihm jetzt hier? Warum kriegt er keine Eier? Weil der 4 Eier sind hier, das ist klar. Und hier sind 92 Palettenstück gut warten. Aber alle für die Großbäckerei zum Markt. Ist gar keine Nachfrage oder was? Komisch. Ja, ist halt so. Lassen wir mal stehen. Gucken wir, was der andere macht. Der ist schon hier. Hoffentlich wird er geladen, aber es müsste eigentlich so sein. Ja, auf jeden Fall. Und der fährt dann auch. Da oben hin hoch. So, dann kriegen die auch noch das. Und was fehlt dann noch? Der Zucker, oder? Nee, hier nicht. Da wird dann Gerste und Weizen kommt hin, da wird Mehl produziert. Und das müssen wir dann zur Großbäckerei bringen. So. Und das ist auch der Weg da. So, und dafür brauchen wir Mehl dann Wagen. Mehl, das ist noch offen, hier oben. Machen wir gerade Mehl. Da ist das Mehl. Diese Anhänger. Und der wird gehen. Also geht der LKW nur mit dem Anhänger. Und dann machen wir da einen neuen Fahrplan von. Und der fährt von dort nach der Großbäckerei. Oder zu der Großbäckerei. Hier hin. Und der kann ruhig da 100% laden. Ich hoffe, das funktioniert so. Das ist eine neue Linie. Norddeutsche Mühle. Großbäckerei. Passt. Starten. Starten. Gut. So, dann sollte das Mehl da auch ankommen. Jetzt fehlt es hier aber noch an etwas und das ist der Zucker.
So, hier mal so ein Bug drin. Oder ein Bug nicht, sondern sieht ein bisschen schlecht aus, ne? So, das ist die Zuckerrübenfabrik, oder? Und die. Der norddeutsche Bauernhof ist hier. So. Der ist damals angekommen, alles klar. Zuckerrüben und Zucker war jetzt gefragt, ne? So, gibt es einen LKW für Zuckerrüben? Wohl ja, gibt es einen LKW für Zucker und Zuckerrüben. Okay, da ist ein dicker, fetter Anhänger da. Ich glaube, das ist das Fahrzeug mit dem Anhänger da, ne? Fast wohl schon. Gut. Und der braucht jetzt natürlich noch eine Bushaltestelle hier, eine Haltestelle. Zuckerrüben gibt's da. Großbäckerei machen wir zu. Müssen wir eine Straße bauen. Oh. Ziemlich weit, ne? Ach so, und dann ist das hier noch mit dem Wegweiser. Ich glaube, dann machen wir das mal so, ne? Ist das der Hof? Ne, das ist Bagger Ballett. Da ist er. Küstenstraße haben wir hier jetzt, ne? Ich glaube, das haben wir schon mal gebaut gehabt, oder? Aber ist jetzt auch egal. Irgendwann müssen wir es ja mal erweitern. Gab's keinen Jingle. Oh, jetzt gibt's einen Jingle. Super, aber das wollte ich jetzt gerade nicht so haben, ne? Naja. Dann müssen wir was wegreißen. So, machen wir die Straße gebaut. Passt schon. So, und dann den dahin. Oh, war doch ein weiter rüber. Dann machen wir das besser ein weiter rüber. Aber ist ja auch nicht verkehrt, so zu bauen, wenn. Ladestation dahin. Passt. So. Jetzt da oben hin. Zoomen wir gerade ein bisschen raus, die Lupe an. Haben wir denn hier bei der Zuckerrübenfabrik schon einen Bahnhof, eine Haltestelle? Sieht nicht so aus, ne? Ich glaube, das ist nur eine Bushaltestelle und sonst nichts. So, das bedeutet, die können wir auch hier hinten hintersetzen dann. Passt, oder? So, das ist alles gut. Das kann mal zu. Jetzt brauchen wir den hier und der kriegt einen Fahrplan. Von hier hinten, wo ist er? Die Zuckerrübenfabrik, da. Oh, falsche Taste. Da oben wieder hin. Dahin. Und der erste war mit 100% Laden. Und das ist eine neue Linie. Und die neue Linie heißt Rüben. Komm, wir nennen die einfach Rüben Express. Fertig. Und zu. Und ich habe sie nie ausgewählt. Der heißt noch nicht mal jetzt so, oder was?
Fahrplan. So, ich weiß nicht, ob es jetzt geklappt hat. Nö, hat wieder nicht geklappt. Aber egal, starten wir erstmal. Zum Depot, dahin. Ist er jetzt schon weg, ne? Der ist ziemlich schnell unterwegs, kann er sein. Nee, da ist er. Gut. Was ist hier für ein Stau? Aber das passt, glaube ich, ne, oder? Oder? Ne, der wartet, dass er dahin kann und der kann nicht. Ach, super. Das bedeutet hier gleich sofort zweite Straße hin. Anlieferung da auch noch. Fertig. Und Fahrplan ändern. Mail war das, ne? Das hieß Norddeutsche Mühle. Das ist auch keine. Das ist er, ne? Hat auch nicht geklappt. Mail. Großbäckerei. Zack. Linie ändern. Nochmal einfügen. Dahin. Und löschen den. Und den 100%. Na komm schon. Und passt. Und Linie ist geändert. So, welcher ist das? Ist das der? Unimog? Ne, ist kein Unimog. Das ist also der verkehrte. Wir brauchen den. Fahrplan, einmal den. Weiter. Und Fahrplan, einmal den. Und weiter. So, jetzt sollte der rüberfahren und alles ist gut. Er liefert jetzt auch ab. Dann können die nämlich produzieren, weil sie jetzt hier Gerste und Weizen kriegen. So. Mehl läuft. Produktion. Jetzt sind wir hier ganz kurz einmal wohl das Mehl gleich aufblitzen, würde ich sagen, oder? Naja, war kurz da und ist schon wieder weg, weil im LKW. Ja, passt. 2 Tonnen Mauer noch. Muss aber warten, bis er da kommt. Läuft hier erstmal. Gut. Das ist vom Depot noch. Und der ist unterwegs. Bringt die Rüben irgendwo gleich hin. Ja, holt gleich ab. Liegen schon Rüben da? Nö, liegen noch nicht mal da. Warum nicht? Keine Ahnung. Kette nicht laufend. Kann das sein? Wahrscheinlich. So, okay. Das bedeutet... was macht er hier? Der bringt die Eier zum Markt und hat auch abgeliefert. Super. Läuft auch. Passt. Und er hier? Also, das ist jetzt hier der Getreidehof, der da das Getreide zum Dingens bringt. So, er wartet jetzt auf Abholung. Und die Abholung läuft dann erst, wahrscheinlich, wenn wir den Zucker weiter befördern. Vorher läuft er nicht. Gut, das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.